Guten Morgen, liebe Freunde. Heute starten wir in Karlstadt, wohin wir mit dem Auto angereist sind. Wir wollen auf ca. 30 Kilometern entlang am Main Würzburg erreichen. Dort eine gemütliche Mittagspause machen und anschließend wieder auf dem Main-Radweg hierher zurück nach Karlstadt. Ich wünsche euch allen viel Vergnügen bei dieser Fahrt. Auf geht's! Und hier wie immer die Streckenführung. Von Karlstadt geht es über Himmelstadt nach Zellingen und von dort aus am Main entlang über Weißhöchheim nach Würzburg. Nach einer gründlichen Mittagspause fahren wir auf dem Mainradweg den gleichen Weg zurück nach Karlstadt. Für eine Ruhepause am Rentnereck ist es noch zu früh. Wir fahren lieber weiter nach Himmelstadt. Auch die Pflege des Radwegs ist vorbildlich. Rastmöglichkeiten und Einkehrmöglichkeiten gibt es hier jede Menge. Leider sind wir noch zu früh. Auch die Nilgänse haben sich hier auf dem Wasser des Mains angesiedelt. Schön anzusehen, aber leider auch ein wenig schädlich. Hier bei Zellingen führt der Radweg über die alte Brücke hinüber nach Retzstadt und weiter hinüber ins Werntal. In Erlabrunn, das vom Main durch den Radweg und die Bundesstraße getrennt ist, machen wir eine kleine Pause. Durch einen parkähnlichen Uferstreifen nähern wir uns der Stadt Würzburg. So, wir haben Würzburg erreicht. Und schauen uns jetzt ein wenig die Stadt an. So, hier ist der Hauptbahnhof von Würzburg. Wer nicht mehr kann, kann ab hier mit dem Zug zurück nach Karlstadt fahren. Wir bleiben aber noch hier.
entlang des Mains mit seinen Weinbergen geht es wieder zurück nach Karlstadt. Ist das die Antwort Würzburgs auf den Gasmangel? Ein Blick auf das gegenüberliegende Weizhöchheim. Dort gibt es ein Schloss und einen tollen Schlossgarten zu besichtigen. Und über diese Brücke kann man den Main gut überqueren. Eine elegante Auffahrt macht es für den Radler einfacher. Ein Blick von Zellingen hinüber nach Rettstadt. Fern im Tale tönet helle Glockenklang. In der Luft ertönet froher Vogelsang. Kurz vor Ende der Fahrt noch eine Raststation, aber leider immer noch geschlossen. Die Fluren segnet's Frankenland. Gott geht durch die Flur. So, liebe Fahrradfreunde, das war's für heute. Eine Tour von Karlstadt nach Würzburg, dort durch die Innenstadt und wieder zurück auf dem Mainradweg. Wir besuchen noch hier ganz kurz die Innenstadt von Karlstadt und fahren dann mit unserem PKW wieder nach Hause. Zum Abschluss gibt es Apfelschorle, Federweisen und Zwiebelkuchen. So, liebe Fahrradfreunde, hier auf dem Marktplatz von Karlstadt endet nach etwa 57 Kilometern unsere heutige Radtour, die uns nach Würzburg, dort durch die Innenstadt und auf dem Mainradweg wieder nach Hause geführt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch schöne Radtouren und alles Gute. Tschüss und Ade, bis zum nächsten Mal. Mit Freunden Lieder weinen.